Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Binding of Isaac. Wir widmen uns heute der zweiten Challenge und zwar Highbrow. Und damit haben wir ganz kurze Schüsse, aber dafür relativ schnelle. Machen also nicht so viel Schaden. Und wir haben dieses Versteinerungs-Item und dieses Kack-Item da irgendwie. Alles klar, dass wir mehr in Dingszeug finden. So, ihr seid schon mal nicht so schnell. Das heißt, an euch können wir ziemlich nah rangehen. Das passt. Das verstärkt ja, glaube ich, Babys. Weiß ich leider noch nicht. Habe ich noch kein Feedback von euch zu bekommen, zu meiner Idee. Oh, der könnte echt ein bisschen schwierig sein damit, weil der ist halt nicht so langsam und so. Aber haben wir schon mal gleich ein bisschen Schaden bekommen. Eine Bombe kannst du für dich behalten, mein Freund. Okay, ging aber noch. Ging aber noch. Okay, ansonsten können wir auch halt mit diesem Ding, mit unserem Item da irgendwie teilweise Leute versteinern. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Manchmal versteinert es, also nicht versteinern, sondern zu Kackhaufen werden die. Und dann haben wir halt noch unser Kackhaufen-Item. So, dass wir da eventuell noch was drin finden können. Ach du Scheiße. Na. Okay, das haben wir dann irgendwie auch noch als Effekt, dass die teilweise auch noch zu Kackhaufen werden können, wenn sie uns berühren. Interessant, interessant. Wir haben 7 Bomben. Dann sprengen wir uns doch mal das Herz hier raus. Das können wir gut gebrauchen. Okay, auch noch giftige Bomben dazu. Interessant, was wir hier alles für Effekte haben. Und dann werden... Naja, Itemräume gibt es leider nicht. Das ist ein bisschen scheiße. Aber okay. Dann lass mal hier sprengen, um an die Münzen noch zu kommen. Und dann widmen wir uns dem ersten Boss schon mal. In den Shop gehen könnten wir natürlich auch, aber wir haben nicht so viel Geld, dass es sich, glaube ich, lohnen würde. So, ihr seid eigentlich gar nicht mal so der schlechteste Boss für den Anfang, weil ihr halt viele Kackhäufchen spawnt und wir finden da ganz gute Sachen drin. Oftmals jedenfalls. Jedenfalls, wenn unser Trinket uns ein bisschen Glück beschert. So, komm, jetzt dich, du bist doch auch schon fast erledigt. Na, oh Gott, fast reingelaufen. Fast, hat er mich bekommen. Aber nur fast. So, sehr gut. Oh. Frage ist, achso, Curse of the Blind, stimmt, das ist, dass wir Items nur als Fragezeichen erkennen. Shot Speed Up, okay, das hat uns jetzt nicht wirklich was gebracht. Und eine Karte, The Moon, bringt uns zum Geheimraum. Könnten wir auf dieser Ebene eigentlich mal einsetzen, mal gucken, was es hier so gibt. Ein paar Münzen, damit würde sich auch der Shop-Besuch lohnen. Aber ich denke, wir gehen nicht in den Shop, weil wir sehen halt nicht, ob es da gute Items gibt. Man sieht halt nur die normalen Items, oder den hätte ich hier fast übersehen. Das ist halt nicht so praktisch. Ja, okay, und dann benutzen wir unseren Schlüssel hierfür. Ist irgendein Item. Hoffen wir, dass es was Gutes ist. Tammy's Hat. Ja. Im Moment ist es nicht so gut, ne? Kann sein, dass wir die Mega-Kombo damit finden. Aber wir behalten mal lieber Flash. Denke ich mal. Dass uns das ein bisschen mehr helfen könnte. Weiß ich nicht genau, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das kann man ja jetzt schlecht beurteilen. Wir könnten uns da das Herz noch raussprengen. Könnten wir. Müssen wir aber nicht. Hier liegt nämlich noch ein halbes. Sehr gut. Dann gehen wir in die nächste Ebene. Ich hoffe, wir finden noch irgendwie Range ab, weil dann wird es ziemlich leicht, weil wir halt sehr gut schießen können hier die ganze Zeit, ne? Aber halt eine geringe Range haben. Wenn wir das irgendwie noch ausgleichen können, wäre das super. Besonders gegen euch ist es natürlich sehr, sehr schwierig. So, außer ihr haltet an, dann kann ich euch natürlich ein bisschen treffen. Und hier haben wir auch noch notfalls ein Herz, womit wir uns auffüllen könnten. Alles klar, sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden wir machen. Wahrscheinlich den Standardschaden, den Isaac halt so macht, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. So, hier war auch noch eine Münze drinne. Wir brauchen gar keine goldenen Kackhaufen. Wir kriegen auch so genug Geld zusammen. Das war jetzt nicht Curse of the Blind, oder? Habe ich es überlesen? Das wäre doof, wenn ich es überlesen hätte. Weil ich würde hier gerne in den Shop gehen wollen. Vielleicht machen wir auch erst den Boss, dass wir sehen, ob es tatsächlich kein Curse of the Blind ist. Oder kann man das noch im Nachhinein nachprüfen? Das war jetzt nicht so gut. Das war nicht so gut. So, und jetzt, komm. Bam. Alles klar. Halbes Herzchen. Lass mal gucken. Basement 2. Es steht zumindest nicht dabei. Muss aber nichts heißen, zwingend. So, komm, 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 komm. Sehr gut. Dann schießen wir mal die ganzen Kackhäufchen hier aus. Wunderbar, wunderbar. So gefällt mir das. Okay, war ein Herzchen noch drin. Das ist auch sehr gut. Hier ist auch nur ein halbes Herzchen. Jetzt würde sich ja schon fast so ein Herzchen-Battler lohnen. Hier lohnt sich definitiv eine Bombe. Einmal das hier. Goat-Hoof. Sind wir ein bisschen schneller unterwegs, ne? Ist also auch nicht so verkehrt. Aber ich weiß nicht. Lass mal einfach in den Shop gucken, wenn wir schon hier sind. Den Bumerang gibt es. Das ist ein aufladbares Base-Item. Ähnlich wie die Kerze, glaube ich. Nee, ich würde sagen, nehmen wir erstmal nicht. Ist, glaube ich, nicht so gut. Glaube ich, habe ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen. Von daher weiß ich es nicht genau, ob der gut oder schlecht ist. Aber ich nehme ihn erstmal nicht. Hier haben wir noch einen Schlüssel, können wir noch eine Kiste öffnen da oben. Und da müssen wir uns ja eigentlich gar nicht großartig mehr umsehen, oder? Eigentlich nicht. Sind wir eigentlich gleich in die nächste Ebene. Okay, hier ist noch ein Seelenherz. Sehr schön. Sehr schön. Ja, den Kackhaufen oder Goat Hoof? Ich weiß es nicht.
Schauen wir uns noch um oder nicht? Guck mal, da hinten war auch noch irgendwie so ein Shop-ähnliches Ding. Bücherraum wäre da gewesen, ne? Ah, dann lass mal versuchen, noch einen Schlüssel zu finden irgendwie. Das habe ich jetzt natürlich nicht gewusst, aber selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es ja auch für den Shop halten können. Und den anderen für den Bücherraum, ihr versteht schon. Teleportiert uns das jetzt zum Shop oder auch zum Bücherraum? Ich denke, wir behalten das für die nächste Ebene mal auf. Okay, lass hier was Schönes drin sein in den Feuerchen. Ein Schlüssel zum Beispiel. Wäre ziemlich cool. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Leider Gottes nicht. Leider Gottes nicht. Blauer Stein. Blauer Stein. Fast wärst du mir entkommen. Aber nur fast. So leicht nicht, mein Freund. Gut. Hier könnte der Geheimraum sein. Könnte er sein. Muss er nicht. Weiß ich halt nicht. Oh, noch eine Menge Geld. Das heißt, ein Shopbesuch lohnt sich auf jeden Fall beim nächsten. Ach so, ja, hier waren zwei Schlüssel vor. Alles klar, stimmt, zwei Schlösser. Ich erinnere mich. Okay, aber wir kriegen gar nicht so viel Schaden, wie ich gedacht hätte. Wir kriegen die Gegner auch relativ schnell down durch unser hohes Tiers ab. Schauen wir mal, ob hier der Geheimraum ist. Nee, leider Pech gehabt. Okay, dann ist jetzt der Boss dran. Stimmt, es gibt ja hier auch noch ziemlich viele andere Möglichkeiten, wo der Geheimraum stecken könnte. Hoffen wir auf Larry Jr., weil da können wir meistens einen versteinern, aber den hatten wir, glaube ich, gerade. Okay, guck mal, das das Dings-Item hat jetzt nur die kleinen Kackhäufchen hier. Aua, hörst du mal auf jetzt? Mann, bisschen Schaden bekommen. Hätte nicht sein müssen. Okay, ruf da ein paar. Hör auf zu schießen, komm auf mich zugeflitzt. Sehr gut. Okay, oh, schlecht ausgewichen. Richtig schlecht mache ich das hier gerade wieder gegen den Boss. Okay, du feuerst bestimmt jetzt auch gleich wieder. Ja, kommst du jetzt auf mich zu? Nee, er feuert nur wieder. Kommst du jetzt auf mich zugerast? Ah, du schießt natürlich wieder. Mann, und wieder. Komm, 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 komm. Schön noch was reindrücken. Jetzt hätte sich das Flash-Item mal langsam gelohnt hier. Diese nervigen Kackhäufchen sind ja schon ein bisschen anstrengend. So, jetzt komm, 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 komm. Oh, sehr gut. Haben wir hinbekommen. Ein HP ab. Können wir, denke ich, auch ganz gut gebrauchen. Aber wie gesagt, Range-Up bekommt man ja auch häufig. So Marms-Items. Die machen ja fast alle Range-Up. Das wäre echt schon ziemlich geil. Das ist vor auf Babylon, glaube ich. Nehmen wir mal nicht. Stattdessen nur die schwarzen Herzchen. Und dann gehen wir in die nächste Ebene. Dürfte Ebene 3 sein dann, ne? Also bisher läuft es bescheiden von den Items her, die wir so finden. Da hat sich jetzt eigentlich noch nichts wirklich getan, ne? Außer, dass wir halt... hier könnten wir eigentlich mal versuchen, das Ganze zu machen. Einfach mal hier und hier. Gibt auf jeden Fall schon mal einen Schlüssel, womit wir dann auch die andere Tür geöffnet bekommen. Beziehungsweise gibt es sogar mehrere Schlüssel. Was, du hast mich getroffen? Heftig. Au! Sterbt! Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht, dass sie mich einfach zu treffen. So, teilweise feuern die, teilweise nicht. Weiß ich nicht manchmal wieso, obwohl ich teilweise vor denen bin. Keine Ahnung. So, einen haben wir. Dich jetzt auch, komm. Na, leider noch überlebt, aber die dürften jetzt beide nicht mehr viel aushalten. Dachte ich, und halten erstmal noch 800 Schuss aus. Alles klar, jetzt du. Da wäre jetzt unser Item auch sehr praktisch. Oh, Alter, wie der angepiest kommt, ne? Der ist schon ziemlich schnell. Schneller als wir auf jeden Fall. So, jetzt haben wir nur noch Maden. Das geht dann. Das geht dann. So, komm. Stirb. Ja, leider ist sehr, sehr viel verloren hier auf jeden Fall. Hier auch nichts so Praktisches drin. Nur Herzchen. Nur Herzchen. Schlüssel, wo wir nicht hinkommen. Und hier haben wir ein paar Gegner. Auch so diese ganz gefährlichen Spinnen. Habt ihr sie gerade gesehen? Die waren etwas unheimlich. Den bin ich ganz, ganz selten schon mal begegnet. Aber ich glaube im Let's Play noch nicht. Ich glaube noch nicht. Aua, jetzt hör doch mal auf. Meine Fresse. So. Gut, diesen Kackhaufen erstmal vernichten. Beziehungsweise dieses eingeschissene Wesen. Wir kriegen viele, viele Herzen Schaden. Das ist nicht so ganz praktisch. Oh Gott, da haben wir sie wieder. Okay, jetzt haben sie jetzt nichts Großartiges gemacht. Aber ich glaube, die haben Verfolgungstränen irgendwie auch. Würde ich nicht aufheben wollen, aber ich würde da gerne durch. Von daher gucken wir erstmal hier rein. Oh, okay, den Umhang, der ist cool, weil er cool aussieht. Aber ich weiß nicht, was er macht. Überhaupt keine Ahnung. Sin up. Sin up. Keine Ahnung, er gibt auf jeden Fall drei Herzchen, drei schwarze. Ist ja auch ganz cool, ne? So, schauen wir mal, was es hier so gibt. Okay, euch wieder. Ah, was? Die treffen mich mal. Die treffen mich nicht so häufig. Eigentlich. Für gewöhnlich. So, komm. Alles klar, den einen haben wir. Und jetzt noch dich. Du solltest auch nicht das Problem sein. Hier haben wir ein weiteres Herzchen. Also Herzchen haben wir auf dieser Ebene auf jeden Fall genug. Gut, müssen wir nur noch den Shop irgendwie ausfindig machen. Ne. Sehen wir leider nicht. Wir könnten auch diese Truhe öffnen. Aber ich würde da lieber erstmal in den Shop reingucken. Erstmal in den Shop, weil da können wir ja relativ wahrscheinlich auch noch Schlüssel finden. Ach Mann, ich bekomme zu viel Schaden. Das gefällt mir alles nicht. Ich will Range-Up haben. Sonst muss ich zu nah an die Gegner ran.
Oder zumindest Damage ab. Das wäre auch sehr schön. Hier ist der Shop. Die Karte. Ist jetzt natürlich nicht so pralle. Nehmen wir aber. Genauso wie diese Pille, die Pretty Fly macht. Immerhin. Immerhin ein bisschen was bekommen. Hör mit. Stimmt, hätten wir uns ja rein teleportieren können. Ich vergaß. Das tut mir jetzt leid. Haben wir noch eine Kiste da mit einem Schlüssel? Genau. Also einen Schlüssel finden wäre noch ziemlich cool. Da ist wieder noch ziemlich abgefahren. Achso, du. Schnell mal rauf da. Bam. Was passiert eigentlich, wenn man mit seiner Range nirgendwo ankommt? Ist man dann zum Sterben verurteilt? Gibt es solche Räume? Gibt es so Dead Ends, wo man halt wirklich nicht weiterkommen kann, egal wie gut man ist? Gibt es sowas? Bestimmt, oder? Oder wenn so Räume, wo man nur weiter kann, wenn man Bomben hat. Gibt es ja auch so versperrte Räume, wo man zwar Bomben findet, auch viele, sodass man das eigentlich locker schaffen sollte, aber nicht unbedingt. Also wenn man die Bomben für was anderes ausgibt oder die durch irgendeinen doofen Effekt irgendwie abgelenkt werden, dann könnte das ja auch schon ein Dead End sein, oder? Dass man da nicht weiterkommt. Oder blockieren diese Räume meistens nichts Wichtiges. Da oben haben wir noch ein Seelenherz. Ich weiß, aber das können wir uns auch hier nachholen. Nach Gurdy Junior, ne? Das ist ja der Gegner Nummer 1 hier. Ein schneller Gegner. Absolut optimal für unser Item. Unser Space-Item bringt uns da nicht wirklich viel. Ja, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Guck mal, der kommt jetzt gleich wieder auf uns zugepäst. Wir können ihn ja eigentlich nur versuchen, aus der Distanz zu treffen, ne? Alles andere wäre ein bisschen dumm. Alles andere ist ein bisschen dumm, aber der ist zu schnell für uns einfach. Der kommt gleich wieder angepäst. So, komm. Schön viel reindrücken. Und immer im richtigen Moment ausweichen, dann könnte es klappen. Ah, schwarzes Herz erledigt den Rest. Alle schwarzen Herzen vergeudet. Squeezy Tears. Tears up nochmal. Haben wir noch nicht genug von. Und ein paar Seelenherzen. Dann holen wir uns noch schnell das andere. So, eingesteckt das Ganze. Und dann können wir auch nochmal in den Nachbarraum schnell mal reingucken. Mal sehen, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Okay, euch. Ihr seid ja eigentlich nicht so gefährlich. Wenn ihr nicht Unmengen an Spinnen droppt, dann sollte das hier gehen. Auf mich rauf wieder, ne? Auf mich rauf. Ich hab's genau kommen sehen. Okay, hat sich nicht weiter gelohnt. Dann lass in die nächste Ebene. Und schwupseli-wupseli-bubu. Ja, so sagt man heutzutage. Okay, dann lass mal gleich in den Shop teleportieren. Wir sehen nur die Karte, ne? Mal sehen, wo wir landen. Okay, Deck of Cards gibt es hier. Das ist deutlich besser als dieses Flush-Item, finde ich. Lass das auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir The Magician jetzt. Kann ich leider nicht aussprechen. Okay, weiter geht's. Mal gucken. Guck mal, hier wäre auch schon direkt der Bossraum. Das heißt, wir könnten hier richtig rumspeeden. Zumal wir ja auch schon... Wollen wir die ganze Ebene überspringen? May you never miss your goal. Ah, guck mal, wenn man Tab macht, dann kriegt man hier noch so die Beschreibung der Karte. Das ist mir noch nie aufgefallen. Wir könnten theoretisch schon gleich den Boss besiegen. Lass mal gleich zum Boss gehen, auf jeden Fall. Wir müssen ja... So, ich mach mal hier Magician noch an. Das wird wahrscheinlich nicht so viel bringen, aber vielleicht ein bisschen. So, bist du so ein Spawn-Freak? Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Nee, du tauchst ab gerade, alles klar. So, treffen wir dich mal von ganz nah. Ich hoffe, dass wir dann trotzdem genug Zeit haben, auszuweichen. Wir sollten natürlich auch den Fliegen uns ausweichen. Wäre ganz praktisch, auf jeden Fall. So, paar Fliegen haben wir angegriffen. Komm. Ah, ist knapp. Da hat uns die Pretty Fly, glaube ich, gerade geschützt. Wir müssen da schon ein bisschen auf der Hut sein und genau im richtigen Moment ausweichen. So wie jetzt, wenn man schon merkt, so, da passiert gleich irgendwas. Dann schon am besten ausweichen. So, haben wir. Jetzt sind noch die Dinger. Und dann haben wir Gurdy auf jeden Fall auch super besiegt. Und All Stats up. Na, nice. Ach komm, lass gleich in die nächste Ebene gehen. Lass uns das nicht so lange ziehen. Wir könnten natürlich auch noch warten, bis wir eine coole Karte und so haben. Schon klar. Ach du Scheiße, ist das groß. Lass mal hier nach rechts gehen. Da decken wir am meisten Räume gleich auf. Oh Gott. Boah, sehr gut. Wir machen schön Schaden jetzt. Jetzt machen wir schön Schaden mit dem Tears-Up zusammen. Das ist jetzt schon ganz cool. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das war ja auch das, was ich mir gewünscht habe. Tears-Up. Schaden. Damage-Up. Guck mal, hier haben wir den Challenge-Room. Gibt es hier irgendwas Cooles drinne? Nicht wirklich. Nichts, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Da müssen wir auch nicht unbedingt reingehen. Wir machen jetzt mal so einen kleinen Speedy-Run hier draus. Jetzt so langsam mal, wo der halbe Run schon vorbei ist. Wo schon längst gelaufen ist. So, komm. Ja. Es zeigt zwar so ein bisschen, wisst zwar so ein bisschen, wo ich langlaufe. Aber ganz genau wisst ihr das eben auch nicht. So, komm. Genau, den Teil wollte ich da nur auf jeden Fall vernichten. Weil die finde ich richtig ätzend, wenn die einmal hochgesprungen sind. Ist das schon sehr nervig. Hier ist der Sündenraum, wo wir reingehen könnten. Können wir machen. Ah, scheiße. Genau, durchlaufen darf ich da natürlich nicht. Keine Ahnung, ob ich gedacht habe, dass ich fliegen kann. Ich weiß es nicht. Lass mal in den Shop gucken. Vielleicht gibt es hier ein Seelenherz oder so. Es gibt auf jeden Fall noch einen weiteren Schlüssel. Könnte man sich nehmen. Das ist ein Extra Card Room.
Card Room könnte man sich auf jeden Fall auch mitnehmen. Judgment ist doch die Blutbank, ne? Okay, schauen wir mal, was hier ist. Der Boss. Alles klar. Dann lass auch gleich zum Boss gehen. Komm. Komm. Zöger es nicht. Oh Gott. Kommt auf einmal der Knochen-Heini da raus. Zöger es nicht so hinaus, mein Freund. Oh, hallo. Oh Gott, so ein Minimonster. Ich weiß nicht, was der, seine besondere Fähigkeit ist, aber er springt uns erstmal an. Jetzt kommt er hier runter. Alles klar, das ist noch dasselbe wie vorher. Auch das ist dasselbe wie vorher, außer dass er ein paar weniger droppt, ne? Habe ich das Gefühl. So, schieß mal ruhig auf mich jetzt. Jetzt kann ich dich nämlich hier schön beschießen. Sehr gut. Komm nochmal. Ja, du ist fein. Ja, und dein Laserchen. Ja, das kannst du auch immer fein, ne? Das kannst du auch immer ganz fein. So, Monstro. Hier, tschüss. Das tut mir jetzt echt leid für dich. Sehr gut. Was macht das? HP ab. Nice. Und hier könnten wir das Rotten Baby uns holen. Ist ganz gut eigentlich. Nehme ich aber mal nicht mit. Stattdessen fülle ich erstmal meinen Herzcontainer auf, warum auch immer der leer ist. Gibt scheinbar nur einen halben Herzcontainer. Okay. Und dann lass in die nächste Ebene. Und zwar ist es schon die letzte entscheidende, ne? Die Marm-Ebene. Genau. Genau. Hier ist schon wieder dieser Raum. Lass mal hier nach unten gehen. Erstmal. Ah, okay, ihr. Oh, ich sollte hier aber auch recht leicht ausschalten können. Wenn ich einmal einen hier so hinlocke. Gleich hier hinter. Bam, 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 bam. Schön von Nahem. Dass ich auch wirklich alles treffe. So. Dann werden wir die auch nochmal besiegen. Bam, 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 bam. Geht gerade ein Wecker hier. Passt. So. Okay. Haben wir hier geklärt. Wecker ist auch wieder aus. Also alles sehr gut. Oh, oh, oh. Vor dir habe ich Angst. Du bist nämlich so richtig, richtig scheiße schnell. Das gefällt mir nicht. Meistens jedenfalls nicht. Okay, hier ist schon mal Marm nicht, beziehungsweise... Ja, ist schon Marm, ne, tatsächlich. Guck mal, wir haben noch 3,5 Minuten, um das in diesen 20 Minuten zu schaffen. Und dann kriegt man diesen Boss-Rush, der uns allerdings nichts bringt in der Challenge. Kann man sich ein paar Items aussuchen und dann gegen ganz viele Bosse kämpfen. Ist sehr schade, wenn wir das ausgerechnet in der Challenge kriegen würden. Aber wie gesagt, wir werden auch mal extra einen Run dafür auslegen, denke ich mal. Vielleicht haben wir das auch schon getan, weil die Challenge nehme ich nach der ersten auf. Vielleicht zeige ich euch die eben erst spät da. So, komm, 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 komm. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Und dich auch noch. Alles klar. Wir haben leider keinen Schlüssel. Sonst könnte man das hier aufsprengen, aber so lohnt es sich natürlich nicht. Judgment und Judgment. Ja, wow. Achso, Judgment ist der Typ. Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre die Blutbank irgendwie. Gibst du uns jetzt mal was? Ich habe nicht mehr Geld. Dankeschön. Lucky Food. Luck up. Na, okay. Von mir aus. Achso, oh Gott. Euch sollte ich ein bisschen schneller besiegen. Alles klar. Dich auch. Alles klar. Und da kam auch schon hier böse Flammen an, was? Mann, Mann, Mann. Dieses Feuer ist echt manchmal richtig asozial. Aber jetzt ging's noch. So, geschafft. Können wir nachher die Truhe eigentlich noch öffnen? Lass mal erstmal weiter gucken hier. Sind ja eigentlich ganz gut dabei gerade. Lass mal Mom einfach innerhalb von diesen 20 Minuten besiegen. Einfach, weil wir es können. Hier wird Mom noch sicherlich sein. Aua. Gab ein bisschen Schaden. Aber passt. Passt, 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 passt. So. Bam, 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 bam. Aua. Ah. Oh Gott, das war knapp. Okay. Hier könnten wir nochmal Judgment einsetzen. Versuchen wir es einfach. Vielleicht droppt er ja mit zwei Münzen noch irgendwas. Droppt er nicht? Okay, dann nicht. Dann hast du leider Pech, mein Freund. Okay, noch so eine Trollbombe. Gut, dann lass mal zu Mom gehen. Lass mal zu Mom gehen. So, oh Mann, er hat Kackhaufen weggebasht. Aber, aua, hörst du auf damit. Mami, das ist nicht nett von dir, hier einfach auf mich raufzufeuern, wie sonst was. Das gehört sich so nicht, glaube ich. Man muss doch mit seinem Sohn mal nett und freundlich umgehen. Auch wenn man mal Streit hat in der Familie. Das ist nicht so geil, ehrlich gesagt. So, kommt Mami nochmal. Mami kommt erstmal nicht nochmal. Oh, ein Herzchen wurde gedroppt. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau, aus welchem Grund. So, hier mal hin. Alles klar. So, kommt hier noch wer? Im Moment gerade nicht. Jetzt kommt Mamis Auge wieder. Bisschen rauffeuern. Bisschen hier rauffeuern. Da ist der Fuß. Komm, 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 komm. Wir haben noch relativ viel Leben. Also alles gut. Alles bestens. Oh, oh, oh. Mamis Fuß. Mamis Auge. Mamis Popo oder so. Wahrscheinlich Mamis Popo. Ja, sehr gut. Guck mal, hier wäre jetzt dieser Boss Rush Room. Wir können ja mal reingucken. Challenge haben wir ja bestanden. Was kriegen wir für eine Karte? World. Ich weiß nicht, ob man einfach wieder rausgehen kann. Ich hoffe. Guck mal, und jetzt kann man sich hier zwischen 4 Items entscheiden. Sind jetzt alles nicht so die geilsten Items, ne? Also würde ich dann wahrscheinlich nicht machen, wenn es drauf ankommt. Wenn es wichtig ist. Um euch den Boss Rush zu zeigen, wäre es natürlich jetzt schon sehr geil. Aber das werden wir, denke ich, nicht schaffen. Da müssten wir gegen alle Bosse ziemlich auf einmal kämpfen. Das wäre schon ziemlich übel. Von daher
schauen wir uns das ein anderes Mal an und haben diese Challenge bestanden. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wir kriegen noch eine neue Rune irgendwie. Die sah dieses Mal nicht nach einem Buchstaben aus. Ja, die nächste Challenge, die wir uns ansehen werden, ist dann eben Challenge 3. Das ist Head Trauma. Genau, das war, man schießt ganz viele kleine Tränen um sich herum. Das ist die schwierigste Challenge, die ich bisher gemacht habe. Also ich habe die ersten drei schon mal gemacht und die dritte finde ich sehr, sehr schwierig. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein, ob wir das schaffen werden. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.